Warum ist Henke in der Aussage? Bei Henke wäre es das ja aber andersrum. Oh, der ist von dir nicht. Nick? Hast du selber gekannt? Ich war das? Was? Okay, ich erkläre mal eben, was wir heute machen für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Basically hat mir Wilbo, ich glaube, 30 oder 20 oder 30 Tweets rausgesucht. Und von immer verschiedenen Leuten. Es sind, soweit ich weiß, auch von jedem von uns 3 Tweets drin. Es gibt immer ein paar für Auswahlmöglichkeiten, von wem der Tweet ist. Und wir müssen es erraten. Und wenn wir halt richtig sind, dann kriegen wir einen Punkt. Und wer am Ende am meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Es fängt schon wieder mit so einem richtigen... Gut. Fängt schon wieder toll an. Hey Mensch, von wem ist der denn? Ich glaube vielleicht Mensch. Von Knossi. Ja? Was könnte das denn sein? Wobei, bei Knossis aktuellem Twitter-Grind würde es mich auch nicht überraschen, wenn irgendwann sowas rauskommt, Alter. 3, 2, 1. Perfekt, Reese? Ach so, ja, ach so, okay. Ich dachte, das war jetzt klar. Ja, okay. Ich hab's gecheckt, wir schreiben den Buchstaben rein, ja. Ich hab's gecheckt. Okay, optimal. Es geht schon prima los. Ich dachte ja nicht, dass wir das noch testen jetzt, aber ja, okay. Das ist richtig. Mhm. Das ist mein Tweet gewesen. Gut, next one. Wenn man Pasch würfelt, kommt man aus der Quarantäne frei. Boah. Oh. Scheiß auf, wir machen so, Chat, aber. Ich glaube, ich habe ein. Ich habe. Boah, schwierig, schwierig, schwierig. Wer ist Monopoly? Ja, halt der Account von Monopoly wahrscheinlich. Ach so, die haben halt Twitter? Alles auf Twitter, oder? Twitter ist so eine neue E-Mail geworden irgendwie. Wirklich. Okay, ich glaube, ich habe ein Guess. Same. Okay, dann 3, 2, 1. Ja, der war von Reese, oder? Oh. Ich glaube, ja. Ja. Oh. Okay. An Monopoly-Account. Ich verkaufe euch gerne auch ein paar Tweets, weil der wäre strong gewesen von euch. So, es gibt ja so ein paar Firmen, die haben echt stronge Twitter-Accounts. Ja. Und wenn Monopoly auch so jemanden hätte, der so smarte Dinger raushaut, dann hätte der gut krass. Gepasst. Wäre gutes Marketing. Danke Twitch für mein Paket. Oh, das weiß ich auch. Mmh. Das weiß ich. Hat sich tatsächlich sogar mal gelohnt, auf Twitter unterwegs zu sein. Aber wer von denen würde denn überhaupt ein Paket von Twitch bekommen? Naja, also sagen wir mal so, eine Person von den Leuten hat schon mal nicht so einen Humor, würde ich sagen. Hm. Weiß ich nicht. Ich find's schwierig gerade. Ja, ich habe 2, wo ich schwank. Gut. Ich auch. 3, 2, 1. Was? Oh, alle unterschiedlich? Wir haben alle was anderes. Wow, okay. Nee, ich glaube nicht, dass er von Anni ist. Hä, doch, der war doch safe bei Anni. Oh! Hm? Der ist von dir, Nick. Nick? Hast du selber gekannt? Ich war das? Was? Hä, Nick? Bro. Der ist doch erst vom 10. Januar, aber vielleicht von letztem Jahr? Bro. Nick, geht's dir gut? Ah, jetzt weiß ich wieder, da habe ich über diese Weihnachtsgeschenke, die rumgehen, habe ich so einen Joke rausgemacht. Ich habe zwischen Nova und Nick auch geschwankt. Dann dachte ich so, ich glaube, Nick wäre eher jemand, der so, hey, warum hab ich eigentlich keinen Kühlschrank? Jo, hab ich ja nicht mal gesagt. Mann, auch Mann, so viele andere haben das und ich nicht. Ja, so gern Kühlschrank halt. Dieser Moment, wenn Frauen mit einem telefonieren und über ihre Probleme reden wollen. Und dann dieser Zeig. Frauen. Hat InScope überhaupt Twitter? Noch nie was gesehen, ehrlich gesagt. Ich hab auch gar keinen InScope-Tweet drüber. Schwierig. Das finde ich tatsächlich auch schwierig. Ich schwanke zwischen 2. Was ist das eigentlich für eine Schreibweise von Sascha da? Ja, ganz interessant. Sascha. Sascha. Okay, ich glaube, okay, ich bin ready. 3, 2, 1. Oh, wir sind uns einig. Wir sind uns einig. Oh. Und? Es ist InScope. Ich habe so geschwankt zwischen den Beinen. Oh, bin ich dumm? 2017. Oh, dann meint das legit auch ernst, so die Nachricht. Ja, das war Tweet auf Ernst, ja. Schön, 2017, der Tweet mal wieder. Das wäre aber Real Talk, das wäre 100% was Knossi heutzutage tweeten würde. Wollte ich nämlich auch sagen. Knossi wird eher schreiben, wenn die Frau einen wieder anruft und wieder über Probleme reden will. So, so ganz spezifisch. Das hat leider schon alles, ihr habt wirklich einen Schaden. Triad wurde im Chat benutzt 5.600.000 Mal. Boah. Also dieser Chat ist ja wirklich kaputt. Boah, schwierig. Okay, ich hab einen Guess. Ready? Also die Sascha-Schreibweise zieht sich auch wild durch hier, ne? Okay, 3, 2, 1.
Safe Nick, wenn Nick schon so sagt, tja, der Chat hat wirklich einen Schaden. Als ob das Nick sagen würde bei irgendeinem anderen Chat. Safe, ja, komm. Oh mein Gott. Voll. Aber warum so wenig Likes? Also jetzt no Like-Shaming, krass, okay, ja, das ist. Ich hätte gedacht, sowas haut dann mehr durch. So, ich dachte halt, irgendeine Community auf Twitter nicht so aktiv ist. Das ist schon traurig. Ja, Leute, like nochmal, komm im Nachhinein. Komm, mach mal die 1000 voll da. Piu, wie du gehst nach einer Frau duschen. Okay. Ist das so ein Girly-Ding, dass man heiß duscht? Hab ich noch nie. Schon. Muss schon richtig aufdrehen. Okay. Ready. 3, 2, 1. Ja, oh, bitte. Tüdel, oh, bitte. Komm. Ihr müsst mir doch mal was anderes sagen als ich. Ich brauche Punkte. Aber es ist ein kranker Tweet, müsst ihr ehrlich sagen. Ist ein guter Tweet. Ist auch ein Classic Reese-Tweet. Ich bin noch nie nach einer Frau duschen gegangen. Kriegst du noch hin, Nick? Drücken die Daumen. Wir drücken den Daumen, sag Bescheid, wenn es dann so ist. Dann machst du auch den Tweet, ja? Dann postest du den. Und schreibst noch so einen Klammern, weil ich hab das gemacht. Retweet dann einfach. Okay, dann wissen wir Bescheid. Abermals heißt es zu Weihnachten Kontakte reduzieren. Ich weiß, das fällt jetzt gerade besonders schwer, aber wenn wir zusammenstehen und uns impfen lassen, kommen wir durch diese Krise. Ich wünsche uns allen trotz dieser Umstände ein friedliches Fest und frohe Weihnachten. Okay. Okay, ich glaube. Warum ist Olaf Scholz da so oft drin? Als ob der sowas tweeten würde. Oder vielleicht doch? Ja, ich hab was. Ich glaube, ich habe auch, aber schwierig, finde ich. Okay, 3, 2, 1. Ich glaube, das ist wirklich Olaf Scholz. Krass. Nein. Ich habe dann mehr Likes bei Olaf Scholz. Weil der war damals schon Kanzler, oder? Welcher Mensch unter 50 benutzt abermals? Ich glaube halt genau meine Antwort, MyLab. Fuck! Seht ihr, liebe Freunde, so ein Ding ist es nämlich. Olaf Scholz hat 4800 Likes. Was? Cringe. Bro. Cringe. Ja, MyLab redet doch auch so. Habt ihr mal ein MyLab-Video gesehen? No Front, die macht viele Sachen und so, aber die redet dann auch, als wäre die 100.000 Jahre alt. Nee. Ist so. Ich finde allein dieses, wenn wir zusammenstehen, ist so ein klassisches, wir kommen durch jede Krise, wenn wir zusammenhalten, abermals. Deswegen, ich finde, das klang so nach über 50. Das ist ja so legit. Der ist im Moment, wenn der Person aussieht, als wäre es von FaceApp gemacht. True. Okay, ich würde sagen, großer Verdacht auf zwei Personen in dem Moment. Ich weiß es. Ich habe auch meinen Guess. 3, 2, 1. Was? Oh, okay. Boah, Tanzverbot kann ja auch übergut sein, Alter. Nee, das ist ja Simons Frisur. Ich glaube, das ist... Nee, ich glaube Tanzi. Ich finde, es ist Mickys Gesichtsform. Ja. Seht ihr. Aber Tanzi hätte ich ein bisschen in den Augen gesehen, aber ich glaube, wegen Fritz... Doch, es sind auch Fritz seine Augen. Ja. Boah, weiß ich nicht, Guess. So... Findest du es so schnell? Also ich... Für mich könnte das... Ja, eigentlich kann es nur einer sein. Ich hab auch meinen Guess. Dann 3, 2, 1. Na, der ist von Nick, ich hab den gesehen. Das ist so ein Banger-Tweet, ja. Digga. Oh Mann. Starker Tweet. Der ist wirklich Banger. Der hat auch 7600 Likes, ja. Alter. Ach, scheiß drauf, komm. Aber das ist auch wirklich ein Banger. Legit. Gut, okay, jawohl. Oh, okay. Taluk hat Basti Henk. Es gibt doch legit keine Streamer, die es schaffen, sich an einen Plan zu halten, geschweige denken. Warum ist Henk hier aus? Ich bin Henke. Bei Henke wäre es das hier aber andersrum. Das Henke-Jahr ist 2022. Ich glaube, bei Henke bedeuten diese grauen Felder kein Stream. Okay, ready? Ja. 3, 2, 1. Easy Basti, safe. Jo, das kann nur einer schaffen. Das ist so stark. Das ist auch noch so in jedem dieser Punkte ist auch noch Minecraft drin. Das muss man sich auch noch vorstellen. Aber schau mal, was ich gerade gesehen habe, wie unsatisfying bei 2016 ganz oben links ist, so ein Tag nicht. Ich hoffe auch, das wäre mir ganz wichtig auch, dass der auch nicht in dieser Liste drin ist mit 6 Jahre täglich. Da wird hoffentlich diese eine Woche da nicht gezählt haben. Ja, die muss komplett rausgerechnet werden. Ja. Komplett rausgerechnet werden. Auf jeden Fall. Das ist Wahnsinn. Ja, Reese 10 Punkte, Nick 15 Punkte und ich habe 20, liebe Freunde. Alter. Ja, okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht, muss ich sagen. Jeder hat eine ganz eigene Art, wie er Sachen formuliert, wie er das schreibt. Teilweise kannst du an Komma oder Punkten ausmachen.
So krass. Ich muss dazu sagen, bei manchen Sachen war ich mir nicht sicher, ob ich das getweetet habe oder nicht. Dann bin ich so in meinem Kopf durchgegangen, wie ich das geschrieben habe. Oder wie ich es geschrieben hätte. Und war so, ja, nee, ja, okay, da hätte ich jetzt so dieses E weggelassen oder so. Und dann konnte ich so ausschließen, ob es ein Tweet von mir oder von Anni oder so. Ey, aber hat extrem viel Spaß gemacht. Ja, hat sehr Bock gemacht. Fun, ja. War ein cooles Format. Das freut mich. Danke euch fürs Mitmachen. Danke ja, dir, danke dir fürs Organisieren. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich demnächst wieder. Jo. Super. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Mach's gut, ciao.